Ihren Weltmeisterin, so wie Judith Ant und Rixi Worrack von dem Equipe Nürnberger, als ich dann sagen, wir haben hier die Weltspitze und viele sollten das auch sehen, dass wir also bei den Männern, dass die in einem Umbruch sind und da laden wir es später wieder ein. Bei den Damen haben wir es ja schon immer gehabt und ich freue mich, dass morgen auch wieder ein spannendes Rennen stattfindet, vor allem deswegen, ich kann mir vorstellen, beide wollen der Weltcup-Sieger werden, nur eine kann es werden. Also vielleicht gibt es auch da mal das Feld etwas auseinander, wäre vielleicht